Hi meine kleinen Yoshikas und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß, es kam jetzt längere Zeit kein Video mehr, aber ich hatte schon öfters es aufgenommen, es aber mit meiner Kamera aufgenommen und da kann ich leider die Sachen zwar auf mein Handy eigentlich schon rüberladen, aber nicht Videos. Und das ist mir erst danach eingefallen, deswegen jetzt längere Zeit leider nichts mehr kam. Es tut mir auch leid. Ich probiere, dass wir jetzt dass ich etwas aktiver werde. Und heute zeige ich euch einmal mein Brä-Regal nochmal. Also alle meine Pferde sozusagen auch mit und mein Regal. Und wir fangen gleich an. Hier stehen meine vier Stablemates. Ich habe keine Ahnung, was für Rassen es sind. Ich weiß nur, dass es Aleko ist und das ist Highland Pony und das muss irgendein Araber sein. Aber was das ist, weiß ich nicht. Ich habe hier noch so eine Tasche. Da kann ich die reintun, wenn ich Foto machen gehe oder whatever. Und ja, ich habe hier einen Fleck, der nicht mehr weggeht. Aber der ist jetzt uninteressant. Hier steht dann Gigi Valentine, Heartbreaker. Beine tragen selbstgemachte Decken. Die kriege ich von der Schneiderin gemacht, deswegen. Und natürlich selbstgemachte Halfter. Hier liegen auch Halfter noch daneben, manchmal sogar noch Decken. Aber auf jeden Fall ist das nicht sehr spannend. Da stehen ein Ikea-Regal. Wow. Wie ihr schon am Anfang gesehen habt, Fantasia und Vezzosa. Hier liegen dann auch noch Halfter. Da hinten ist ein Schal. Und die zwei drei natürlich auch Decken und die musste ich dir mal ausziehen. Aber das ist ja wohl egal. Deswegen. Yay. Ziemlich schnell, was ich gerade mache, aber egal. Kommen wir mal zum nächsten Kästchen. Hier ist dann er. Ich muss gerade nochmal schauen, wie er heißt. Weil auf jeden Fall habe ich ihn zum Geburtstag von meiner Tante bekommen. Die hat ihn auf eBay gekauft. Und ja, ich habe keine Ahnung, wie er heißt. Deswegen muss ich kurz nachschauen gehen. So, jetzt seht ihr mal, ich habe hier eine Liste, wer meine Paten und so sind. Und der heißt Fugi Calador. Keine Ahnung, ob man das jetzt genauso ausspricht. Aber er hat auf jeden Fall noch einen längeren Namen. Aber ich schreibe immer nur kurze Versionen auf. Ich achte da nicht immer genau auf die Schreibung. Deswegen ja, nicht wundern. So, auf jeden Fall, das ist eben dieser kleine, große, whatever. Er hat ein paar Shinies, aber keine tiefen Matten. Deswegen ich ihn ganz, ganz cool finde. Deswegen wird er auch auf jeden Fall bleiben. Ich finde ihn ganz cute, deswegen. Auch wenn er jetzt nicht das schönste Brä-Pferd ist. Aber er bleibt. So, wir fangen jetzt bei meinem selbstgemachten Brä-Regal, was mein Vater für mich gemacht hat. Ich werde dann sehen, wie es am Ende aussieht. Oder wie es ganz aussieht, zeige ich dann am Ende. Hier steht mein Non-Dancer. Da liegen noch ein paar Halfter. Eigentlich tue ich die irgendwo hinhängen, aber bei ihm gibt es da keinen Platz. Deswegen, ja. Er hat eine Decke an. So wie fast jedes Pferd. Ha. Und die Ketten hier vorne sind aufmachbar. Dass man das mal sieht. Kann man schon aufmachen. Vorne hängt dann noch eine selbstgemachte Schleife. Hier steht dann noch mein Frankel. Er trägt auch eine Decke und einen Halfter. Eigentlich trägt jedes Pferd eine Decke und einen Halfter. Und ich muss es eigentlich gar nicht mehr sagen. Aber ja, dann hängen wieder ein paar restlichen Halfter noch. Und hier wieder meine Chestnut noch. Ich hier viel, zu ihr gibt es irgendwie wenig zu sagen. Aber sie war mein erstes Brä-Pferd und ich bin echt zufrieden mit ihr. Fürs erste Brä-Pferd ist echt toll. Aber sie hat sehr viele Macken. Wirklich sehr viele Macken. Dann haben wir hier meinen. Lass mich kurz überlegen. Captain Sandy heißt er. Tut mir leid, aber ich nenne ihn immer nur Finn. Ich habe ihn, seit ich ihn damals gekauft habe, nur Finn genannt. Und dann entfällt mir hin und wieder der Name. Deswegen, ja. Wie habe ich ihn damals für 30 € gekauft? Bodyqualität, aber ich finde ihn so schön einfach und für Fotos ist er so geil, wirklich krass. Wirklich, really krass. War auch ziemlich lange Zeit mein Lieblingspferd. Deswegen bleibt er auch bei mir. Für ziemlich lange Zeit, glaube ich. Jetzt sind wir eine Etage höher. Ja. Das ist mein Brunello und den gibt es nicht viel sagen. Nicht viel zu sagen. Ja, ich weiß, hier ist eine Mütze noch vom Winter. Dann ist hier mein Snowman. Und ich finde ihn geil. Mit Bilder machen ist zwar bei ihm nicht ganz so cool, aber ich finde das Modell extremst schön und ja. Und dann kommt hier Christo und er trägt jetzt ausnahmsweise mal keine Decke. Die hängt da. Er ist auf dem Snowman-Modell und er ist ein Repaint. Ich kann euch ja mal den Namen von derjenigen, die ihn repainted hat, also so heißt sie auf Instagram, mal hier hinschreiben, da irgendwie. Auf jeden Fall.
ist er super, super toll. Er hat nur eine kleine Shiny auf der anderen Seite, den zeige ich jetzt nicht. Aber sonst ist er markenfrei und ich finde ihn einfach so schön. Ich liebe ihn. Ja, er ist ein Schubpferd, deswegen so damals bin ich immer geritten, jetzt nicht mehr, aber er ist so cute. Und dieses Modell liebe ich einfach so hart. Sieht man ja, ich habe ein Brio. Da ist noch ein vierter Platz frei. Ja, da wird irgendwann mal noch ein Pferd kommen. Ich weiß noch nicht welches, aber es wird noch eins kommen. Jetzt sind wir ganz oben. Da steht dann mein Winter Wonderland mit einer Winterdecke an. Ich finde, es passt ihm. Deswegen ja. Weitere Halfter und sowas sind natürlich auch da. Und ich finde ihn mega cute. Deswegen ja. Dann haben wir hier noch Easter Spot. Ich habe ihn zum Geburtstag von meiner Oma bekommen. Und er ist so cute. Ihm passt die Decke von Frankel. Eigentlich ist es noch eine Decke von Frankel. Von dem Schnittmuster her, aber ihm passt die. Deswegen hat er jetzt die. Ja. Da haben wir hier meine geliebte Harwin. Und ich habe sie letztes Jahr in München gekauft. Und ich liebe sie so hart. Ich werde sie niemals hergeben. Auch wenn sie Macken hat. Aber das ist mir völlig egal, weil sie so cute ist. Ich finde auch den schwarzen oder die schwarze auf dem Modell, ich weiß es gerade nicht. Super, super cute. Und ich weiß immer noch nicht, wie der Name heißt und so, aber egal. Dann ist hier noch Slick. Auch ein mega cutes Pferd und ja. Er ist ja eigentlich mackenfrei, deswegen. Außer eine Macke am Bein. Sieht man zum Glück nicht ganz so stark, aber ja. Das zeige ich euch noch ganz kurz. Hier oben liegt jetzt Zeug drauf. Aber nun sieht das Regal dann vorne aus. Und dann habe ich noch hier unten Kisten. Da sind Taschen drin. Also die hier ist nicht wundern, die ist Beschleich. Und die ist meine erste Tasche gewesen, die ich selber gemacht habe. Das heißt, die ist nicht ganz so schön und etwas krumm, aber das ist egal, solange sie alles macht. Hier habe ich dann eine Brad-Tasche, die habe ich auf dem Brad-Fest gekauft. Und ich liebe diese Tasche und die nehme ich immer mit, wenn ich Fotos machen gehe, deswegen. Und da drin lagere ich jetzt meine Taschen, die zu groß sind, um sie irgendwo hinzulegen, wie dieselbe Mittasche. Und dann haben wir nur noch eine Kiste. Und da stehen dann so Sachen wie, da ist so eine Tasche drin, falls ich irgendwo hinfahre, also zu einer Freundin, also längere Zeit, zum Beispiel in Urlaub mit einer Freundin, was ich letztens gemacht habe, kommt einfach das ganze Equipment von Pferden rein, einfach Decken und Halfter. Und dann kann ich das einfach so mitnehmen. Dann habe ich da drin noch ein paar Halterdecken, Schals, whatever. Dann das Tag hier noch von Winter Wonderland. Habe hier dann noch so kleine Eierbecher von Ikea, weil die perfekt als Futterschale passen. Und dadurch, dass ich eine Serie drehen will, und das ist jetzt eben eine Sache, es wird dann eben ein Abo-Special, auch wenn das dahin sicher schon mehr Leute sind, will ich unbedingt das als Abo-Special, jetzt kann ich nicht mal reden, Abo-Special machen. Ich weiß noch nicht, für wie viel der Abos zahlt. Ich werde mal schauen, wie lange ich noch brauche. Ich plane jetzt an der Serie schon etwas länger. Drehbuch ist immer noch nicht fertig, aber es ist egal. Ich bin schon fast fertig mit dem Drehbuch und ja, ich sag nur, es wird ein Krimi und ich weiß noch nicht, welche Rolle ich spielen werde. Vielleicht auch gar nicht die Hauptrolle, aber auf jeden Fall wird es relativ cool. Auf jeden Fall war es das jetzt eigentlich mit Mio. Ich hoffe, es hat euch gefallen und tschüss, mein kleiner Joschkas.